Ja, hallo meine lieben Fußballfreunde, herzlich willkommen zur Vorschau der zweiten deutschen Bundesliga-Saison 2015-2016. Ja, heute mit dem zweiten Teil und in diesem zweiten Teil rede ich über die drei Vereine, zum einen über den FC St. Pauli, dann über die Spielvereinigung Greuther Fürth und über den FSV Frankfurt. Ja, fangen wir an mit dem FC St. Pauli. Ja, in der letzten Saison mussten sie gegen den Abstieg spielen, hatten auch da einige Trainerwechsel vorgenommen. Zum Schluss kam Ewald Lienen, der dann ja, die St. Paulianer dann doch noch vor dem Abstieg bewahrte und am Ende den 15. Platz mit dem FC St. Pauli belegte mit 37 Punkten. Ja, man hat am Ende nur einen Punkt mehr als die Münchner Löwen, die ja in die Relegation mussten. Also es war ganz, ganz eng. Ja, schauen wir mal auf den Transfermarkt. Was hat sich da bei FC St. Pauli getan? Neun Teams sind zum einen der Japaner Ryo Miyaichi. Und ja, dann wurde Lasse Sobich, nachdem er vom HSV ausgeliehen wurde, wurde jetzt fix verpflichtet. Ja, das Team verlassen haben Tom Tribol, der nach Greuther Fürth geht. Florian Kringe hat seine Karriere beendet. Dennis Daube geht zu Union Berlin. Philipp Czauner nach Hannover 96. Sebastian Schachten geht zum FC Luzern in die Schweiz. Ja, Michael Görlitz geht zu Arminia Bielefeld, genauso wie Christopher Nöte. Julian Koch kehrt zum FSV Mainz zurück, nachdem er ausgeliehen wurde. Markus Thorwarn verlässt die St. Paulianer mit unbekanntem Ziel. Ja, und das war es dann auch mit den Transfers beim FC St. Pauli. Schauen wir mal auf den Kader. Und zwar im Tor haben sie Robin Himmelmann, Philipp Herwagen und Sven Brodersen. Dann in der Abwehr Lasse Sobich, Sören Gonta, der auch der Kapitän ist. Dann Philipp Ziereis, Daniel Bubala, Marcel Halstenberg, Jan-Philipp Kaller und André Starzew. Im Mittelfeld haben sie Bernd Nerik, Armando Kuper, Christopher Buchtmann, Enis Alushi, Okan Kurt, Dennis Rosin, Marc Schadkowski, Sebastian Meyer, Ryo Miyaichi, Maurice Littka und Waldemar Sobota. Und im Sturm haben sie Kyung-Rok Choi, Lennart Tee, John Verhoek, Ante Budimir und Nico Empen. Ja, wie schon angesprochen, Trainer von St. Pauli ist Ewald Lienen. Ja, hat die St. Paulianer im Dezember des letzten Jahres übernommen. Und wie schon gesagt, konnte dann am Ende doch noch die Klasse halten. Ja, Ewald Lienen, ein sehr erfahrener Mann, war schon bei vielen Vereinen Trainer in Deutschland, unter anderem bei Hansa Rostock, bei Köln, bei Borussia Mönchengladbach, Hannover, 1860 München und Bielefeld. Und war auch im Ausland tätig, also wirklich sehr, sehr erfahrener Mann. Ja, für St. Pauli, ich glaube, auch diese Saison wird wieder schwer. Wie gesagt, es sind nicht wirklich viele Neuzugänge, eigentlich nur der Japaner Miyaichi. Und ja, bei ihm muss man mal abwarten, wie er sich in der Liga zurechtfindet, ob er wirklich eine Verstärkung ist. Talent hat er auf alle Fälle. Ansonsten, ja, hat sich der Kader nicht so viel verändert. Wie gesagt, es sind einige Spieler gegangen, es hatten einige Abgänge. Und deswegen glaube ich, dass es auch diese Saison für St. Pauli gegen den Abstieg gehen wird. Aber ich glaube, dass sich St. Pauli, wie auch schon in der letzten Saison, sich irgendwie knapp noch retten wird. Ja, da ich glaube, dass Ewald Lienen, der erfahrene Trainer, irgendwie schafft, die nötigen Punkte zu holen. Und deswegen tippe ich wieder auf einen 15. Platz in dieser Saison für den FC St. Pauli. Ja, gehen wir weiter dann zur Spielvereinigung Greuther Fürth. Ja, die Fürther, auch sie hatten in der letzten Saison gegen den Abstieg gekämpft, aber doch etwas überraschend, denn ja, nur eine Saison zuvor wären sie ja sogar fast in die erste Bundesliga wieder aufgestiegen, sind ja nur ganz knapp am HSV in der Relegation gescheitert. Deswegen ja, wirklich sehr überraschend dieser Absturz. Man hat dann auch Trainer Frank Kramer entlassen, hat dann ja, Mike Büskens zurückgeholt, der die Fürther vor ein paar Jahren in die erste Liga geführt hatte. Aber dieser Trainerwechsel hat eigentlich überhaupt nichts bewirkt. Eigentlich sogar, ja, ganz im Gegenteil, danach wurde es irgendwie noch schlechter. Und irgendwie hat man es dann doch noch geschafft, zum Schluss die nötigen Punkte zu holen, beziehungsweise die anderen Teams haben dann zu wenig Punkte geholt und so konnte man sich dann am Ende doch noch glücklich schätzen, die Klasse gehalten zu haben, obwohl man ja, auch eine wirklich sehr schlechte Saison gespielt hat. Auch sie hatten genauso wie St. Pauli 37 Punkte dann am Ende auf dem Konto, also auch nur einen Punkt mehr als die Münchner Löwen.
Da sind sie nochmal mit einem blauen Auge davongekommen. Ja, schauen wir mal auf den Transfermarkt. Neuer im Team bei Fürth sind zum einen Veton Berisha, der aus Stavanger von Norwegen kommt. Dann Andreas Hofmann vom VfR Aalen. Tom Trübol kommt von FC St. Pauli. Marcel Franke kommt vom Hallescher FC. Domi Kumbela kommt aus Karabükspor aus der Türkei. Jürgen Jasula kommt auch von VfR Aalen. Sebastian Mielitz vom SC Freiburg, Daniel Steininger kommt von Regensburg nach einer Leihe wieder zurück, genauso wie Orkan Cina, der nach Gaziantepspor ausgeliehen ist. Ja, und verlassen haben die Fürther Kaspar Pschibilko, der nach Kaiserslautern geht, Alexandros Kartalis geht zu Aalen, Wolfgang Hesel geht nach Arminia Bielefeld, Kevin Schulze geht zu Nordhausen, Stefan Fürstner nach Union Berlin, Ronny Philipp geht zurück zum FC Augsburg, er war nur ausgeliehen. Marco Rapp geht nach Chemnitz. Tom Mickel geht zur zweiten Mannschaft vom HSV. Miro Varvodic, Florian Mohr und Ilir Azemi verlassen die Fürther mit unbekanntem Ziel. Und dann noch Dwayne Holter wird zum VfR Aalen ausgeliehen. Ja, schauen wir mal auf den Kader der Fürther. Im Tor haben sie jetzt Sebastian Mielitz, Marc Flecken und Bastian Lerch. Dann in der Abwehr Benedikt Röcker, Jolt Kortschmar, Stefan Tieska, Marcel Franke, Nico Gieselmann, Shigin Lam und Dominik Schad. Dann im Mittelfeld der Kapitän Marco Caligiuri, Andreas Hofmann, Goran Sukalo, Tom Trübol, Marco Stiepermann, Jürgen Jasula, Florian Trinks, Stefan Schröck, George Davies, Orkan Cina, Tom Weiland und Zlatko Tripic. Und im Sturm haben sie Robert Schul, Johannes Wurz, Tim Bodenröder, Domi Kumbela, Veton Berisha, Sebastian Freis und Stefan Maderer. Ja, Trainer der Fürther ist ein neuer Mann und zwar Stefan Rutenbeck. Er hat die Fürther jetzt zu Beginn dieser Saison übernommen. Und er hat in der letzten Saison den VfR Aalen trainiert, die ja als Tabellenletzter abgestiegen sind in die dritte Liga. Aber ich muss sagen, Stefan Rutenbeck hat in Aalen eigentlich ja das Maximum rausgeholt, hatte dort keine einfachen Voraussetzungen. Der Etat war nicht so hoch, auch die Qualität im Kader hat wirklich gefehlt. Und von dem her, finde ich, hat er ja durchaus wirklich einiges rausgeholt aus diesem Verein. Und deswegen, ja, glaube ich schon, dass er ein guter Trainer ist und vielleicht sogar der richtige Mann für die Fürther, die ja vor allem auch auf junge Spieler setzen, die dann so gut es geht, möglich ausbilden und dann vielleicht in die erste Bundesliga verkaufen. Ich denke, ja, das ist so das, ja, das Ziel der Fürther. Und ich denke, sie wollen zumindest in dieser Saison nichts mehr mit dem Abstieg zu tun haben. Und ich denke auch, ja, wenn ich mir so die neuen Verpflichtungen ansehe, könnte das durchaus gelingen. Einzig, ja, im Tor gibt es eine Änderung. Hesel, eigentlich ein sehr guter Torhüter, verlässt die Fürther. Und ja, mit Sebastian Mielitz kommt jetzt ein neuer Mann von Freiburg, aber ja, ein durchaus erfahrener Mann, hat ja in der ersten Bundesliga auch für Werder Bremen gespielt. Zwar nicht so erfolgreich, aber immerhin hat er die Erfahrung aus der ersten Liga. Ansonsten denke ich, ja, interessante Neuzugänge, vor allem auch ja, Andreas Hofmann und Jürgen Jasula, die ja Stefan Rutenbeck aus seiner Zeit in Aalen noch kennt und die deswegen geholt hat. Dann mit Tom Trübol wurde ein sehr talentierter Mann geholt von St. Pauli. Und ja, im Sturm mit Domi Kumbela, auch einen bekannten Mann, hat ja früher mal für Braunschweig gespielt. Dazu hat man noch einen erfahrenen Sebastian Freis. Ja, und ich denke, die Fürther sind durchaus solide aufgestellt und ich glaube, dass sie in dieser Saison zumindest diesmal nichts mit dem Abstieg zu tun werden. Und ich glaube, sie werden sich am Ende auf dem 12. Tabellenrang einfinden. Ja, gehen wir jetzt weiter dann noch zum FSV Frankfurt. Ja, der FSV Frankfurt, auch sie haben ja gegen den Abstieg gespielt, haben dann sogar einen Spieltag vor Ende der Saison den Trainer Benno Möhlmann entlassen, hat dann Thomas Oral, den ehemaligen FSV Frankfurt-Trainer, wieder zurückgeholt. Und ja, dieser Wechsel hat sich am Ende bezahlt gemacht, denn das letzte Spiel konnten sie gewinnen, was dann den Klassenerhalt bedeutet hat. Und ja, von dem her muss man sagen, eine gute Entscheidung vom FSV Frankfurt. War natürlich auch sehr riskant, da einen Spieltag vor Schluss den Trainer zu wechseln.
Ja, schauen wir auf den Transfermarkt. Was hat sich da beim FSV getan? Zum einen wurde Dani Şahin von Mainz ausgeliehen, genauso wie Beyza Halimi. Auch er kommt von Mainz per Leihe. Dann Inhyuk Park kommt von Hoffenheim. Dann Tim Golley von Fortuna Düsseldorf, genauso wie Heinrich Schmidtgall. Sean Maurice Barry kommt von LASK Linz aus Österreich. Marc Hornschuh kommt von der zweiten Mannschaft von Borussia Dortmund. André Weiß kommt vom FC Ingolstadt, Fanol Perdedai von Energie Cottbus, Dennis Mangafitsch kommt von Kickers Offenbach, Jan Rolim kommt von Bara Football Club und Lukas Guganik kommt von Salzburg aus Österreich. Ja, und verlassen haben die Frankfurter Patrick Klant, der zum FC Freiburg geht. Joni Kauko geht nach Energie Cottbus, Björn Schlicke hat seine Karriere beendet. Vincenzo Grifo geht nach Hoffenheim zurück nach einer Leihe. Hanno Balic geht zu Waldhof Mannheim. Odise Rosche geht nach Rijeka zu Kroatien. Dann Ahmed Aswak, Fabian Burdenski, Faton Toski, Zafer Yelen verlassen die Frankfurter mit unbekanntem Ziel. Marcel Kaffenberger geht nach Chemnitz. Ja, und ja, Patrick Schorr geht zurück nach Hoffenheim in die zweite Mannschaft. Er war nur ausgeliehen. Ja, schauen wir mal auf den Kader vom FSV Frankfurt. Im Tor haben sie André Weiß, Sören Pearson und Janis Pelowski. Dann in der Abwehr Tom Beugelsdijk, Johan Umari, Lukas Guganik, Marc Hornschuh, Florian Ballas, Alexander Bittrov, Heinrich Schmidtgall, Florian Belegu, Alexander Huber, Sean Barry und Markus Ballmert. Dann im Mittelfeld der Kapitän Manuel Konrad, Fanol Perdedai, Marc Kruska, Leon Hammel, Dennis Mangafitsch, Beyza Halimi, Jan Rolim, Nahom Gebru, Dennis Eppstein, Mario Engels und Tim Golli. Und im Sturm Mohamed Amin Aoudia, Edmond Kaplani, Zlatko Didic, Danny Şahin und in Jörg Park. Ja, wie schon angesprochen, Trainer vom FSV Frankfurt ist Thomas Oral. Ja, wie schon angesprochen, er hat das Team am letzten Spieltag übernommen, hat ja, das eine Spiel gewonnen und somit die Klasse gehalten. Er war ja schon mal Trainer bei FSV Frankfurt von ja, 2006 bis 2009. Hat auch damals den FSV Frankfurt in die zweite Liga geführt. Also er kennt den Verein durchaus und ich glaube schon, dass er der richtige Mann ist, zumindest jetzt zu diesem Zeitpunkt. Und aber trotzdem muss ich sagen, ja, auch bei den Frankfurtern, ja, auch die Neuzugänge, ja, jetzt nicht wirklich oberste Qualität, muss man sagen. Und ich glaube auch, in dieser Saison wird der FSV gegen den Abstieg spielen. Ja, vor allem muss man den Sturm doch hervorheben. Ich glaube, da sind sie gut besetzt mit einem Edmond Kaplani, einem Zlatko Didic und auch Dani Şahin. Das sind schon durchaus so Leute, die für Torgefahr sorgen. Aber ansonsten, ja, außerdem verlieren sie im Torwart Patrick Klant eigentlich einen sehr soliden Torhüter. Wer jetzt der Nachfolger wird, muss man mal abwarten. Ansonsten, wie gesagt, ja, ich finde die Abwehr auch nicht so stark und auch das Mittelfeld und deswegen, ja, glaube ich, dass der FSV Frankfurt diese Saison wieder gegen den Abstieg spielen wird. In meiner Prognose landen sie auf dem 16. Rang, das wäre der Relegationsplatz. Ja, das heißt, sie müssten dann gegen den Dritten in der dritten Liga antreten und ob sie dann die Klasse halten oder nicht, ja, vielleicht. Aber wie gesagt, meiner Meinung nach spielen sie in dieser Saison gegen den Abstieg. Ja, das war jetzt meine Vorschau hier zu diesen drei Vereinen, zum FC St. Pauli, zur Spielvereinigung Greuther Fürth und dem FSV Frankfurt. Ja, und jetzt meine Frage an euch. Ja, wie glaubt ihr, werden diese Vereine in dieser Saison abschneiden? Stimmt in meiner Prognose zu oder nicht? Schreibt es auf alle Fälle in die Kommentare eure Meinung. Ja, ich würde mich freuen, ja, wenn ihr ein Abo da lasst. Und ja, ich bedanke mich, dass ihr dieses Video angeschaut habt und ich sage Tschüss, euer Little Piccolo.